Uranförderung bei der Wismut AG für die sowjetische Atombombe. Wismut. Ein Tarnname, hinter dem sich das größte und wichtigste Unternehmen der Sowjets auf deutschem Boden verbirgt. Stalins Wismut-Kumpel. Im Westen als Uransklaven und Russenknechte tituliert, im Osten als Garanten des Weltfriedens gefeiert. Das war dem Kumpel vollkommen egal, vor wem der arbeitet. Das war dem vollkommen wurscht. Für den Kumpel selbst stand nur eins: Ich habe Arbeit, ich habe zu essen, ich habe Geld. Das waren die drei Dinge. Ob der das für Sowjets gemacht hat oder wenn es geklappt hätte, hätte er es für die Amerikaner gemacht. Es war im Prinzip egal. Da hat er nicht danach gefragt. Das hat ihm auch nicht gestört. Die Wismut. Nirgends sonst kann man so gut verdienen wie hier. Nirgends sonst wird man so gut versorgt, so kurz nach dem Krieg. Nirgends sonst gibt es so viel Wildwest im Osten wie dort in den Anfangsjahren. Als plötzlich hunderttausende Menschen aus allen Teilen des Landes auf engstem Raum zusammengedrängt arbeiten und leben müssen. Seitdem sowjetische Uranjäger im Erzgebirge fündig geworden sind bei der Suche nach Uranerz, ist der Teufel los. Nicht nur die uralten Silberschächte werden wieder in Betrieb genommen. Unter der Tarnbezeichnung Wismut beginnt hier 1946 streng geheim der Uranabbau. Ein Unternehmen, das bald schon gigantische Dimensionen erreicht. Roter Stern im Erzgebirge. Überall neue Schachtanlagen eingezäunt und streng bewacht. Das wurde uns auch gesagt von allen Anfang. Achtung, merkt euch, nähert euch nicht dem Zaun, es wird ohne Anruf geschossen. Also den Befehl gab es und das wurde auch manchmal praktiziert. Die beschauliche Erzgebirgsregion verwandelt sich fast über Nacht. Überall wird nach dem begehrten Stoff, aus dem die Bombe ist, gesucht, gebohrt, geschürft, gebuddelt. Auf freiem Feld und sogar mitten im Gemüsegarten ragen plötzlich Schachttürme in die Höhe. Zunächst weiß niemand, was sich eigentlich hinter dem geheimnisvollen Treiben der sowjetischen Wismut AG verbirgt. Es war ja auch äußerste Geheimhaltungsstufe. Die Schächte wurden hermetisch abgeriegelt. Der ganze Landkreis Schwarzenberg wurde hermetisch abgeriegelt von Anfang an mittels auf den Straßen mittels Schlagbäume und besonderer Ausweiskontrolle, beziehungsweise wurde jedem Bürger im Ausweis ein Sonderstempel reingedrückt. Anders durfte der oder konnte der gar nicht rein. Wurden Schlagbäume, Planken aufgestellt, wurde eingezäumt. Und das Gravierendste war dann die Einquartierung. Es wurden hier Tausende von Leuten in der ganzen sowjetischen Besatzungszone zwangsverpflichtet in den Bergbau. Und die mussten untergebracht werden. Es waren ja keine Quartiere da. Also fuhren dann die Quartiermacher durch die Stadt. Die Quartiermacher kennen kein Pardon. Wer immer ein freies Bett hat, bekommt Bergleute zugewiesen. Das war das, was bei der Bevölkerung am meisten und am unangenehmsten aufgefallen war, dass sie eingeengt worden sind. Also wer da eben eine größere Wohnung hatte und die Gemeindeverwaltung wusste das ja, da kriegt er eben vier Bergleute. Das gab natürlich Aufruhr und Widerspruch. Aber die Russen haben das so bestimmt, das war der allgemeine Tenor. Also sind wir lieber ruhig und machen mit und wollen mal sehen, was das wird. Eine ganze Region kommt in Bewegung. Plötzlich bevölkern tausende Wismutkumpel die Gegend. Die Sowjets nehmen, was sie kriegen können, um so schnell und so viel wie möglich von dem begehrten Uran aus dem Erzgebirge zu bekommen. Zehntausende Leute werden gebraucht für die knochenharte Arbeit. Und überall in der sowjetisch besetzten Zone wird fieberhaft nach Arbeitskräften gesucht. Meldet euch zum Bergbau. In jedem Dorf, in jeder Stadt hängen die Plakate.
Märchenhafte Monatslöhne werden versprochen. Nicht weniger verlockend die außergewöhnliche Versorgungslage der Wismut-Kumpel, mit der geworben wird. Auch sogenannte Werberkolonnen ziehen durch das Land. Unter denen, die den Bergarbeiterjob bei der Wismut schmackhaft machen sollen, auch der junge Max Duscher. Da wurden wir kurz aufgeklärt, was wir zu tun und was wir zu sagen hätten. Und es sollte zuerst immer eine Werbung geben, halbes Jahr bei der Wismut. Und sollten erklären, vor allen Dingen die gute Bezahlung, die gute Verpflegung und dann auch 30 Tage Urlaub und dann die großen Jahresprämien. Das waren immerhin Prämien, die dann weit über die 1000 gingen. Und das sollte ja nun vor allen Dingen so als Lockmittel erzählt werden. Und in einem Betrieb, das war in Rummelsburg, da hatte dann einer aufgestanden und hat gesagt, da hatten sie, sag mal Kumpel, warst du schon bei der Wismut? Sagte ich, nein. Da geh du mal hin, arbeite mal ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr kommst du wieder und erzählst uns, wie es dort war. Da werden wir dir glauben. Jetzt glauben wir dir nicht. Die sowjetische Besatzungsmacht ist, so kurz nach dem Krieg, bei den Menschen nicht besonders beliebt, hat nicht den besten Ruf. Leute, die im Dienste der Sowjets unterwegs sind, haben es generell schwer. Keine leichte Aufgabe also für den engagierten Wismutwerber Max Duscher. Man sprach eben von einer SAG, das heißt von einer sowjetischen Aktiengesellschaft. Und alles, was mit Russen zu tun hatte, ja, da waren sie eben immer ein bisschen abgeneigt. Dennoch gelingt es den Sowjets, tausende Leute in die Wismut zu locken. Nach Ende des Krieges bestand Hungersnot, so kann man das wirklich sagen, bestand Hungersnot. Und manch einer wäre nie zur Wismut gegangen, wenn nicht das absolute Muss zur Unterhaltung der Familie dahinter gestanden hätte und wenn es vielleicht bei der Wismut hätte viel zu essen gegeben. Lukrative Arbeit ist in der Trümmerlandschaft rar. Überleben nach dem Krieg, wieder auf die Beine kommen. Wieder Fuß fassen im Leben. Wismut steht für Arbeit und Brot. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Kriegsheimkehrer in den Schächten der Wismut landen. Auch Johannes Decker aus Halberstadt, 1947 nach seiner Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und dann hieß es im Arbeitsamt, also pass auf, in Aue, im Raum Aue ist Bergbau und dort werden Arbeitskräfte gesucht. Dann bin ich dann eines Tages von Halberstadt nach Aue gefahren. Im Herbst 1947 macht sich der 19-jährige Kriegsheimkehrer auf die Reise ins Ungewisse. Da habe ich dann zum ersten Mal gehört, hier geht es um Uran. Und das ist der Stoff. Und nun hatte man sich inzwischen ja auch schon rumgehört in der Unterkunft, dass die Atombombe gefallen war 1945 in Japan. Und also man hatte irgendwie was gehört. Und na gut, und der Grundstoff ist Uran, den suchen wir. Nach 2 Jahren Gefangenschaft hat er nun schon wieder mit sowjetischen Vorgesetzten zu tun. Und auch hier in den Uranstollen des Erzgebirges bekommt er zu spüren, dass die Schrecken des Krieges noch nicht vergessen sind. Die Soldaten, die gleichzeitig hier den Bergbau organisierten, die standen echt noch unter dem Eindruck dieses Krieges. Und den hast du angemerkt, dass die uns nicht trauten, aber dass sie Missmut gegen uns hatten. Sie wussten, wir haben ihr Land vernichtet, wir haben ihre Angehörigen getötet und ihr seid unser Beutegut. Beutegut Johannes Decker, einer von vielen. Ständig wird für Nachschub gesorgt. Menschen aller Couleur stranden im Erzgebirge. Also es waren schon Typen dort, die wirklich was erleben wollten, die schnell Geld machen wollten. Es hat Fälle gegeben, da war eine ganze U-Boot-Mannschaft zusammen wieder. Wir hatten
Anschläger, das sind die Leute, die das Signal geben, die Ritterkreuzträger waren. Ja? Und die haben auch gar keinen Hehl draus gemacht, haben sich nicht als Nazis, aber jeder wusste, und da hatten sie mit meinem Ritterkreuz schon Respekt. Manche haben gefoppt, manche haben geärgert, kannst das Ding nicht mehr dran machen. Der war böse, wenn sie dem damit anfingen. Ehemalige Lehrer, also der Russe hat nie nach Partei geguckt. Wenn der Arbeiter brauchte, egal was der gemacht hat, er hat den genommen. Diese U-Boot-Mannschaft, die habe ich persönlich kennengelernt, das waren Wühler. Und die haben dem Mann, dem Kommandanten oder Bootsmann, was er war, also er war kein Offizier, aber so, der die Truppe unter sich hatte, die haben den bedingungslos Gehorsam geleistet. Das war ein Mensch, das richtige brutale Schwein. Und der Russe hat das gewusst und der hat das gefördert. Der Uranhunger der sowjetischen Atombombenbauer ist riesig. Die Wismut-Führung steht unter enormem Druck aus Moskau. Schließlich gibt es für sie keine Alternative zum Uran aus dem Erzgebirge. Uran um jeden Preis? Selbst 15-jährige Jungs werden eingestellt, obwohl sie eigentlich noch zu jung sind. Auch Rudolf Dietl kommt 1947 mit 15 Jahren zur Wismut. Der Vater war im Krieg gefallen. Nun muss er als Ältester für den Unterhalt der vierköpfigen Familie sorgen. Zuerst arbeitet er auf der Halde. Ausgerüstet mit einem Geigerzähler sucht er in dem Geröllberg nach dem strahlenden Uranerz. Aber bald schon soll es der Halbwüchsige mit anderen Arbeiten zu tun bekommen. Der Obersteiger ging durch das Schachtgelände, sagte zu mir, eigentlich bist du groß und stark genug. Ab September fährst du ein, meldest dich beim Steiger. Und ich muss das mal so sagen, der Steiger kannte meinen Vater von früher und hat sich um mich gekümmert. Hat mir Untertage Arbeit zugewiesen bei einer Streckenbrigade. Das war natürlich alles neu, das war alles fremd, das war total ungewohnt. So bei der ersten Fahrt in den Schacht so 130 Meter in der Tiefe zu fahren. Und das dann dort alles so zu erleben und zu sehen, das war schon ein schweres Los, schwere Arbeit. Und manchmal in das Bett gesunken und den ganzen Tag geschlafen nach der Nachtschicht, da hat man keinen Vogel zwitschern hören. Harte Arbeit. Aber nicht für alle gehen die großartigen Versprechungen, die Verheißungen in Erfüllung. Uns hat man natürlich ausgenommen mit 7,20 Mark Schichtlohn. Also ich muss das mal dazu sagen, wir sind über eine Stunde gelaufen zum Schacht, Sommer wie Winter mit dem Fahrrad. Wir sind so dreckig, wie wir waren, so wie wir aus dem Schacht kamen, nass bis auf die Haut, steif gefroren auf dem Fahrrad im Winter, nach Hause. Und das für 7,20 Mark. Nicht nur Rudolf Dietl ist unzufrieden. Überall gibt es Unmut über die Missstände. So großen, dass sich sogar die sächsische Gewerkschaftsführung durchringt, sich in einem Protestbrief an die sowjetischen Gewerkschaften zu wenden. Besonders verärgert sind die Kumpel über die nicht eingehaltenen Lohnversprechungen. Aber nicht nur darüber. In diesem Brief, der so 3-4 Seiten lang, wird auch auf die hygienischen Zustände eingegangen. Wird auf die Unterkünfte eingegangen, wird auf die unmöglichen Bekleidungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen eingegangen. Also es ist sehr schonungslos dort alles aufgeschrieben. Und es hat sich natürlich hinterher, nachdem das alles so gelaufen war, einiges grundsätzlich geändert. Lohnerhöhungen werden tatsächlich zügig durchgesetzt. Die Unterbringung aber bleibt weiterhin das große Problem. In Kasernen, in riesigen Barackenlagern und auch auf Dachböden hausen die Kumpel. Das Problem wird sogar noch größer, weil immer mehr Arbeitskräfte in die Wismut-Region gelotst werden. Und auch die Schichtzüge, die tagtäglich zigtausend Kumpel aus den weit verstreuten Unterkünften herankarren müssen, sorgen immer wieder für Unruhe, Chaos und Zwischenfälle.
Das war die Zeit, wo dann die Schicht so voll waren, dass die Bergarbeiter oben auf dem Dach standen. Und wenn ein Bergarbeiter einen kleinen in der Kehle hat, einen Erzhammer hat er in der Hand gehabt, damit er von dem Dach nicht runterfällt, hat er den Hammer in das Dach gehauen und haben durch drei Mann an den Hammer festgehalten. Das hat allerdings auch einigen den Tod gebracht, nämlich in Schwarzendeich ist ja der Eisenbahntunnel. Und wenn die Bergleute nicht aufgepasst haben, hat es dort regelrecht vom Zug runtergefegt, weil der Zug zur Tunneldecke nicht viel hatte. Also man musste sich, um durchzukommen, flachlegen, wirklich ganz flachlegen, damit man durchkommt. Sonst hat es die runtergeweht, es ging sogar bis zum Kopf ab und so weiter. Ich habe es erlebt, dass Feuerwehr aufgefahren war und hat die Kümpel anständig nass gemacht, die da außen auf dem Dach und auf den Trittbrettern mitgefahren waren. Das war einmal. Das war einmal, wo das geklappt hat. Am nächsten Tag haben sich die Kümpel mit Steinen bewaffnet. Da hat die Feuerwehr nicht mehr gespritzt, da sind sie gelaufen. Die sind in einen Steinhagel, sind die aber nun bepflastert worden. Da hat sich keiner mehr rangewagt und hat die runtergespritzt. Die eingesetzten Ordnungskräfte sind praktisch machtlos gegenüber den Menschenmassen. Auch das Bahnpersonal wird nicht akzeptiert. Als der Fahrdienstleiter mit den Kumpeln diskutiert hat, dass der Zug deswegen nicht abfährt, weil auf dem Dach welche sitzen, auf der Lok welche sitzen, an den Waggons außen entlang auf den Trittbrettern standen, wurde dann das Problem ganz gefährlich. Und man hat nicht gewusst, wer es war. Aus der Meute heraus kam ein Erzhammer und hat den guten Mann dort zu Tode gefördert. Wild West im Erzgebirge? 20.000 Wismut-Angestellte, Männer und auch Frauen, bei jedem Schichtwechsel auf dem winzigen Bahnhof. Zwischenfälle sind davor programmiert. Das Wild West, das habe ich in Georgenstadt kennengelernt. Das war wirklich schlimm zum Schichtwechsel. Die vielen tausend Menschen. Das war ein Wild West. Vor allen Dingen auf dem Bahnhof unten, also da wurde auf die Tische getanzt, da wurde nackig getanzt, da wurde sie, nee. Es waren auch die beiden, die mitgearbeitet haben. Die haben gerne ihn gezippelt und wenn sie dann hörte, waren sie lebenslustig, da haben sie die Kittelage hochgehoben, da haben sie rumgetanzt, ja, das war so. Die Männer, die haben einen angegrapscht, aber ich habe mich zu wehren gewusst. Das wilde Treiben rund um die Schichtzüge sorgt für das schlechte Image der Wismut, zumindest in den wilden Jahren des Anfangs. Im Brennpunkt des Geschehens immer wieder Johanngeorgenstadt, wo die Einwohnerzahl plötzlich von 6 auf über 30.000 hochschnellt. Das erste Zentrum des Uranbergbaus. Die Spuren der Uranjäger sind nicht zu übersehen. Ein Ort, der auf Besucher nicht den besten Eindruck macht. Als ich dann nach Johanngeorgenstadt, als ich dort am Bahnhof ausstieg, also das weiß ich noch, das war fast ein Schock. Es war eine Heldenlandschaft. Es waren Halden. Und das war natürlich beeindruckend für mich bei meinem ersten Besuch. Und ich fand Johanngeorgenstadt auf keinen Fall schön. Eva-Maria Jokisch aus Dresden reist 1949 besuchsweise nach Johanngeorgenstadt, wo ihr Vater seit kurzem bei der Wismut arbeitet. Auch der Vater ist von den äußeren Lebensumständen in der Wismut-Region nicht begeistert. Aber nach 4 Jahren Speziallager Buchenwald, wo er als NSDAP-Mitglied gelandet war, gibt es für ihn nicht so viele lukrative Verdienstmöglichkeiten. Als mein Vater 1949 ziemlich krank aus Buchenwald zurückkam, ja, musste irgendwie ein Neuanfang stattfinden. In seiner Schule durfte er natürlich nicht mehr als Lehrer tätig sein. Was bot sich an? Das war die Wismut. Wismut war damals
zwar wirklich schlecht beleumundet, das wusste jeder in der DDR, aber man hörte auch, dass dort eben die besten Verdienstmöglichkeiten vorhanden waren. Und so gingen halt solche Männer wie mein Vater, die ihre Stellung verloren hatten, keine Aussicht hatten, wieder dort eingesetzt zu werden, zur Wismut. Es waren Junge, es waren Alte, es wurden alle Dialekte gesprochen. Und es war also eine Mischung aller Menschen, die suchten, sie suchten nach einer Lebensverbesserung. Und da nahm man alles in Kauf in dieser Zeit. Dreck, Lärm, Staub, radioaktive Strahlung. Aber dort, wo es am gefährlichsten ist, gibt es auch das meiste Geld. Je lauter der Geigerzähler, desto reiner das Uranerz, desto mehr Geld im Portemonnaie. Erzhauer haben horrend viel Geld verdient. Also 3.000, 4.000 Mark war da keine Seltenheit. Geld war da, das ging locker, das hat keine Rolle gespielt. Der wohl wichtigste Tag für die Kumpel, der Zahltag. An Zahltagen saß das Geld besonders locker. Da wurde gekauft. Die HO Wismut hatte Höchstumsätze. Aber natürlich wieder der Alkohol. Und da war dann immer großer Tanz, nicht? Also das ging, das haben wir einmal erlebt. Und ich habe mich auch sonst nie auf solchen Sachen gemacht. Und ein Kumpel sagte, Mensch, komm doch mal mit. Und da bin ich ja mal mitgegangen. Und das war so, der hatte den Vorhang so zur Seite geschoben und mal geguckt, wie das aussieht. Und da ging so, und da hat er schon ein paar in der Fresse gehabt. Da war schon die Welt, die hatten die schon, da hat man schon genug gehabt. Aber witzig war ja, wenn sich die Kumpels untereinander schlugen, zum Beispiel auch bei Tanzveranstaltungen in Gaststätten oder so, und es kam zu Streitigkeiten. Sobald die Polizei eintraf und eingreifen wollte, wurde die Polizei verprügelt. Das war die wilde Zeit bei der Wismut. Wir haben gefeiert, warum auch nicht? Denn es war ja so, bei all dem Lieben und Schönen, was es also gab, stand ja immer dahinter, wie lange werde ich es aushalten oder wie lange bleibe ich. Heute ging es noch mal gut. Was wird morgen sein? Unfälle und so weiter. Und deshalb haben die eben auch gefeiert. Und es war ja klar. Es hat auch keiner Nein geredet. Es hat also keiner gesagt, du darfst das nicht oder was. Da wären sie sofort verrückt geworden. Das haben sie sich nicht nehmen lassen. Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Das war der Slogan. So fühlte sich der Bergmann. Und ja, das war ein selbstbewusster Arbeiter. Aber manchmal schießen Kumpel auch über das Ziel hinaus. Es gab bestimmte Dinge, wo man eben sehen konnte, dass Geld wirklich keine Rolle gespielt hat. Die haben sich mit einem 100-Mark-Schein eben eine Zigarette angebrannt. Ne? Das gab's. Oder andersrum sind im Schichtzug gefahren. War eine, der hat, da war es zu warm, da hat er eben einen Erzhammer genommen. Damals hatten sie ja alles noch mit und hat eben eine Scheibe reingeschlagen. Und wenn die Scheibe in dem Zug kaputt war, dann kam der Schaffner, da hat er gesagt, also du Kumpel, hör ich mal drauf, das macht ja 50 Mark. Ja, hat er gesagt, hier heißt es. Hat er eine 100 Mark gegeben, dann hat er gesagt, ich kann aber nicht wechseln. Macht nichts, aber hau ich noch eine Scheibe durch. So, dann waren es 100 Mark. Das ist vereinzelt aufgetreten. Ich selber habe es nicht erlebt, aber ich weiß, dass das erzählt wurde. Und ich bin überzeugt, im Suff und die Bergleute haben ganz was anderes gemacht. Also wir haben gesehen, wo die Wette abgeschlossen haben. Da hat er gesagt, so, die Alte, die mache ich heute nieder und ihr könnt alle dabei stehen. Und da, wo der Schichtzug kam, die waren nun leicht fett. Und dann hat er die draußen auf dem Bahnsteig vor seinen Kumpels, die haben eine Kette drum gebildet. Und dann hat er die von hinten gebumst und die haben Hauruck. Und das ist passiert. Ja. Sind Ausnahmen. Also das war wirklich auch die Zeit, wo es ganz hart zuging. Man hat gesagt, lass austoben und Hauptsache, sie erfüllen den Plan. Erz, Erz, Erz. Auf alle Fälle immer wieder Erz. Etwas anderes gab es nicht. Erz, Erz, Erz. Uranerz.
Sowjetische Soldaten kontrollieren penibel jeden Kumpel. Jeder, der den Schacht verlassen will, muss durch ein Tor, in dem ein Geigerzähler eingebaut ist. Und wenn ich jetzt mit Erz durch wollte, hat der Geigerzähler in etwa einer Entfernung von 1 bis 1,5 Meter angeschlagen. Dann hat eine Lampe aufgeleuchtet und dann hat der Posten schon gewusst, was er zu tun hat. Dann hat er also sein Gewehr abgeschultert und dann war Stopp. Du Sabotage. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was er meinte. Dann musste ich warten, bis die Patrouille kam. Und die haben mich dann abgeführt ins Deutsche Haus. Im Deutschen Haus, das war das Quartier von der GBU. Dort wurde ich in einen dunklen Raum geführt. Und nach einer langen Weile kam ein sowjetischer Offizier, der mich verhörte. Und dann musste ich eine Ewigkeit warten und machte mir doch allerhand Gedanken. Der Sabotagevorwurf gegen Lothar Kircheis wird fallen gelassen. Manch anderer Kumpel hat weniger Glück. Wenn welche geholt worden sind, das gab es selbstverständlich, hat man nie wieder gesehen, auch nie mehr was davon gehört. Man hat nur gehört, gestern haben sie wieder einen abgeführt oder vorgestern haben sie wieder einen abgeholt. Das wurde auch dann schnell vergessen und wurde nicht mehr drüber gesprochen. Der Uranhunger der Sowjets ist unersättlich. Jedes Gramm Erz zählt. Der Förderplan steigt ständig und auch die Fördermengen. Immer mehr Züge mit dem kostbaren Gut dampfen Richtung Osten. Dennoch rennen die sowjetischen Atombombenspezialisten den Amerikanern im atomaren Wettrüsten nach wie vor erfolglos hinterher. Bis zum 29. August 1949. Aber auch mit der ersten erfolgreichen Zündung einer sowjetischen Atombombe, deren Uransprengstoff aus dem Erzgebirge kommt, lässt der Hunger der Uranjäger in Mitteldeutschland nicht nach. Im Gegenteil. Die Wismutregion wird größer und größer. Immer mehr Schächte werden geteuft, nun auch in Thüringen. Immer mehr Halden türmen sich in die Landschaft. Und immer mehr Leute werden gebraucht und geworben. Diese Plakate waren vorhanden und wir haben ja auf diese Sachen hingewiesen. Und da hatten wir dann uns geeinigt mit einem Kumpel und sagten, weißt du, wir melden uns auch mal ein halbes Jahr, damit wir Erfahrung haben. Ist ja besser, wenn wir Erfahrung haben, was zu erzählen, als wenn wir überhaupt nichts wissen. Nur was wir gesagt bekommen. Und da haben wir uns dann gemeldet und am 1. Dezember 1951 kam ich dann zur Wismut nach Johanngeorgenstadt. Vom Wismut-Werber zum Wismut-Kumpel. Max Duscher 1951. Und gleich am ersten Tage mit eingefahren in Schacht. Da war ich dann eingesetzt als Fördermann. Und da habe ich dann natürlich dann den ersten Tag, das war der schlimmste Tag, ja, hat es eine Schaufel gehabt. Und da habe ich die ganze Schicht nur die Hunde beladen, ja, und war total fertig. Und, aber das hat sich dann so nach 2, 3 Tagen gelegt. Da war man natürlich ein bisschen mehr in diesem Arbeitsstil drin. Die Arbeit als Fördermann ist hart, auch noch Anfang der 50er Jahre. Aber immerhin haben sich für die meisten Kumpel die Arbeitsbedingungen inzwischen deutlich verbessert. Untertage und auch Übertage. Seit es die sogenannten Duschkombinate auf den Schächten gibt, brauchen die Bergleute nicht mehr in ihrer dreckigen Arbeitsmontur nach Hause zu fahren. Wir hatten eine sehr gute Unterkunft gehabt. Das war eine extra Siedlung, die ja da gebaut war. Und da waren wir immer mit 2 Mann in einem Raum. Und dort haben wir uns untergebracht. Auf den Hängen von Johanngeorgenstadt ist eine neue Wohnsiedlung hochgezogen worden. Begehrte moderne Wohnungen für junge Bergarbeiterfamilien. Für einige der zugereisten Wismut-Kumpel löst sich das leidige Wohnungsproblem auf andere Art.
Johannes Decker beispielsweise heiratet eine Einheimische mit Häuschen. Ich lernte relativ zeitig meine Frau kennen und ich bin auch zeitig zu ihr mit, wo wir noch nicht verheiratet waren. Und die Schwiegereltern waren noch gar nicht böse, weil da jetzt eine Wissmutter mit war. Und hat sich jeder gefreut. Also, der eine kriegt den Mann, der andere ein Bett und die dritten einen Untermeter. Nachdem zunächst Skepsis und auch Ablehnung zu den Wissmutern vorherrscht, entspannt sich das Verhältnis zwischen den Zugereisten und den Einheimischen nun zusehends. Das ging ja dann mit der ganzen Entwicklung ziemlich rasant. Also wenn ich 1951, 52 einkaufen gefahren bin in die Fleischerei mit der Aktentasche für 20 Mark, da war die Tasche voll Wurst und Fleisch und Butter. Das war alles da. Und das haben natürlich auch die Leute, die Bergleute im Quartier hatten, dann mitgekriegt und haben sich liiert. Das ist doch ganz logisch. Und dann kamen ja auch fast überwiegend Männer. Und hier waren ja auch die Tausende von gefallenen Männern, die nicht mehr da waren, die Frauen alleine waren. Also muss man alles ein bisschen menschlich sehen. Damals war ja noch das Problem Kriegerwitwen. Junge Frauen, die inzwischen 30, 35 und 40 in der Blüte ihrer Jahre standen, das waren reife Frauen, die Untermieter hatten. Und dann ging es los und das war die Zeit, wo hier ja, viele Ehen geschlossen wurden durch die Untermiete. Wo die Wismut-Kumpels zu Krieger-Witwen kamen und dann auch dort geblieben sind. Mit der Wismut kommt Wohlstand in die Region. Die zunächst unwillkommenen, zum Teil sogar verrufenen Wismut-Kumpel gelten nun als gute Partie. Im großen HO-Kaufhaus in Johanngeorgenstadt. Neben diesem zentral gelegenen Kaufhaus der HO sorgen im weiten Gebiet der sowjetischen Aktiengesellschaft Wismut hunderte von Spezialgeschäften für erstklassige Waren, die auch die Wünsche der verwöhntesten Käufer zufriedenstellen. Schuhe aus der CSR, Österreich und Belgien. Die Wismut hat ihre Leute materiell sehr gut versorgt. Die kriegten Prämienscheine mit zwei Paar Lederschuhen extra, wobei die Zivilbevölkerung hier zu tun hatte, wenn die irgendwo ein paar Schuhe erwischte. Oberhemden, Schlafanzüge. Und für besondere verdiente Kumpel werden sogar Autos verschenkt. Die Wismut-Angehörigen können zufrieden sein. Zumindest leben sie besser als die meisten Werktätigen in der DDR. Wir haben selbst den 17. Juni nicht mitgekriegt. Da hatte ich Frühschicht. Und als wir ausfuhren, ganz normal, und unterwegs, ich fuhr dann mit dem Bus, da sagte einer, du, heute muss irgendwo in Berlin, da muss was los gewesen sein. Und zu Hause hat man dann gehört, Rias war ja unser Stammsender, du durftest es nicht, aber jeder hatte ein Schießdraht hinterm Fenster und dann hast du mal Rias und dann hast du über Rias gehört. Bei der Wismut läuft am 17. Juni 1953 fast alles ganz normal. Die Kumpel gehen, bis auf wenige Ausnahmen, wie immer zur Schicht. So als wäre es ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Ohne zu murren. Die hat noch gar keinen Grund. Also die Leute bei uns hier in der Wismut, sagen wir mal die 80%, die unpolitisch waren. Warum sollten die streiken, wenn ich im Monat bis zu 2000 Mark verdiene? Die Arbeit wurde so durchgeführt, wie sie immer durchgeführt wurde. Wobei aber in Johanngeorgenstadt eine Sache war, dass die ausfahrenden Kumpels den anderen berichtet hatten, dass die Soldaten unten mit Gewehren sind. Und es gibt ein Gesetz, dass unter Tage keine Waffen getragen werden dürfen. Und da haben die Kumpels gesagt, da fahren wir nicht ein. Und da haben die das ganz klar gesagt. Das wurde dann auch dem Schachtleiter mitgeteilt und dann auch dem Dirigentenoffizier. Und da haben die so lange gewartet, bis die Soldaten mit den Gewehren aus dem Schacht rauskamen und dann sind sie eingefahren. Das ist mir so in die Glieder gefahren, das habe ich bis heute noch nicht verdaut. Soldaten, Schusswaffen, unter Tag. Dass die Sowjets auf Nummer sicher gehen wollen, scheint nicht verwunderlich, angesichts der Tatsache, dass die Wismut nicht nur ein sowjetisches Unternehmen schlechthin ist,
sondern das wichtigste im gesamten Ostblock. Nicht ohne Grund werden die Wismut-Angehörigen so überdurchschnittlich gut bezahlt und versorgt. Und nicht ohne Erfolg. So fallen die Kurskorrekturen nach dem 17. Juni im Rahmen des Uranbergbaus eher bescheiden aus. Wir hatten an für sich durch diese Sache, 17. Juni, hatten wir auch etwas Gutes gehabt. Denn es wurde ja überall überprüft, ob auch bei der Wismut nun alles richtig, was die Bezahlung und auch die Ausgabe von den Sonderzuteilungen war und so weiter. Und da wurde festgestellt, dass die also nicht immer richtig den Schnaps ausgegeben haben. Und dann ich persönlich bekam 43 Liter Schnaps nachgeliefert. Wismut-Schnaps ist nur eines der vielen Privilegien der Kumpel. Der Wohlstand in der Uranregion bleibt unerreicht in der DDR. Vor dem 17. Juni 1953 und auch danach. Aber manchmal ist es nicht allein das Geld, was Menschen zur Wismut bringt. Ich besuchte meinen Vater in Johanngeorgenstadt und er hat mich dann eigentlich überredet, doch wenigstens mal eine kurze Zeit mit bei ihm zu bleiben. Er brauchte, glaube ich, auch die psychische Stütze. 1954 fängt Eva Maria Jokisch beim Grubenrettungswesen der Wismut an. Nun begann also meine Zeit bei der Wismut. Als Frau, ja. Umgeben von 80 Männern innerhalb dieses Grubenrettungswesens. Und da muss ich sagen, das waren tolle Männer. Wirklich. Einmal natürlich konnte man da keine Weichlinge gebrauchen, keine zart beseiteten Männer. Es waren Männer, die setzten ja auch dann im Notfall ihr eigenes Leben ein, um andere zu retten. Und das kann man nicht hoch genug bewerten. Und so fühlten die sich auch. Und ich fühlte mich mit so, weil ich dazugehörte zu dieser Gruppierung. War stolz darauf. Eine neue Welt tut sich auf. Und auch neue Gefahren, über die selbst nach fast 10 Jahren Uranbergbau noch sehr wenig bekannt ist. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte ja noch nie einen Schacht gesehen. Ich war noch nie unter Tage. Und es war alles furchtbar laut. Man fuhr also mit einem Förderkorb darunter und das krachte und quietschte alles. Und dann kam man auf die Sohle und ich setzte mich zum Frühstück da auf so eine Kiste, aß meinen Apfel und mein Brot. Und dann kam einer vorbei und sagte, du steh mal auf, setz dich nicht auf diese Kisten, da haben wir hochkonzentriertes Erz drin. Gut, bin aufgestanden, wir sind wieder ausgefahren und in der Nacht bekam ich also so starke Blutungen, dass ich sofort nach Erlabrunn ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und ich hatte eine so unstillbare Blutung bekommen, dass das beinahe bös ausgegangen wäre. Obwohl Arbeitsschutz durchaus ernst genommen wird, bleibt der Uranbergbau ein gefährliches Unternehmen. Langsam werden die Risiken immer offensichtlicher und auch die schrecklichen Auswirkungen. Viele Kumpel der ersten Stunde werden Opfer der Radioaktivität. Aber auch über Tage werden die Zerstörungen immer dramatischer. Ganze Ortschaften sind betroffen, auch Johanngeorgenstadt. Prämisse war, wenn Erz da war, wurde es abgebaut, egal in welcher Richtung, egal in welcher Höhe. Man hat in Johanngeorgenstadt bis über Dache durchgeschossen. Wenn das Erz sehr weit oben war, was ja auch vorgekommen ist, dann gab es keinen Halt. Die gesamte Altstadt ist plötzlich gefährdet, droht dem Raubbau gänzlich zum Opfer zu fallen. Ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. Es gab ja auch Einbrüche direkt von oben, dass also ein ganzer Bereich Straße plötzlich absackte oder so. Und das waren natürlich schon Augenblicke, wo man sich sagte, Mensch, was passiert denn hier eigentlich unter der Erde und wie soll das weitergehen? Vorsicht, langsam fahren.
Zunächst schrecken nur Verkehrsschilder. Bald schon flattern Räumungsbescheide bei den Anwohnern der Altstadt ins Haus. Schließlich verschwinden ganze Straßenzüge. Vorher? Nachher. Vor dem Abriss? Nach dem Abriss. Fast die komplette Altstadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Eine Vorsichtsmaßnahme. Die Sowjets nehmen wenig Rücksicht. Wo immer Uranerz zu finden ist, wird es auch abgebaut. Koste es, was es wolle. Kein Problem. Schließlich muss die DDR für alles bezahlen, zunächst im Rahmen ihrer Reparationsverpflichtungen, später aus dem Staatshaushalt. Selbst nachdem 1954 feierlich aus der SAG, der sowjetischen Aktiengesellschaft, die SDAG, die sowjetisch-deutsche AG, kreiert worden ist, ändert sich de facto nichts am Herrschaftssystem. Die Sowjets behalten auch weiterhin alle Schlüsselpositionen. Und auch der spektakuläre Abzug der gesamten sowjetischen Wachmannschaften aus der Wismut-Region im Jahre 1956 ändert nichts daran, dass die Sowjets alles im Griff behalten. 10 Jahre nachdem sie die Postentürme gebaut und besetzt haben, verlassen sie wieder ihre Stellungen. Statt ihrer bewachen nun neu formierte DDR-Polizeieinheiten die Urananlagen und Betriebe. Verabschiedung der Truppen mit großem Bahnhof. Auch der für das Grubenrettungswesen zuständige Offizier verlässt Johanngeorgenstadt. Dieser russische Offizier, der für uns wohl zuständig war, verabschiedete sich bei uns. Und alles, was wir irgendwie entbehren konnten, an alten Waschbecken, an alten Schränken, an Tisch und Möbel und was es alles gab, wurde ihm geschenkt. Und unten am Bahnhof stand ein Güterwagen. In diesen Güterwagen wurden diese Artikel eingeladen und er nahm das alles gern mit. Ein Jahr nach dem Abzug der sowjetischen Wachmannschaften verlässt auch Eva Maria Jokisch das Erzgebirge, allerdings in entgegengesetzte Richtung. Sie folgt ihrem Vater nach, der bereits zuvor der Wismut und der DDR den Rücken gekehrt hatte. In den ersten Jahren verlassen trotz mancher Privilegien viele wieder den Uranbergbau. Viele aber bleiben, auch Kumpel, die eigentlich nur kurz für schnelles Geld bei der Wismut angeheuert hatten. Manche Wismuter bleiben ihr ganzes Arbeitsleben im Banne des Uranbergbaus. Johannes Decker, von 1947 bis zur Rente 1988. Lothar Kircheis ist von 1948 bis 1983 bei der Wismut tätig. Rudolf Dietl arbeitet von 1947 bis 1992 bei der Wismut, 45 Jahre lang.